Welcome back, folks. Welcome to another episode of Let's Play Woodruff and the Schnibbel of Azimut. And we're still in the search of the Schnibbel, and we were talking to the Sage of Strength last time. And he gave us a hint. Namely, he said that his syllable is locked in the safe, but in order to unlock the safe, we have to go back in time. Ich nehme an, edler Würdenträger, dass Sie der Weise der Kraft sein müssen. And we already heard this dialogue option. So we have to go back in time. I have no idea how we're supposed to do that. Or maybe I do, actually, because I vaguely remember something. Okay, in any case, let's read this list of magic formulas. Or just take it. Just imagine you're walking into a holy place, a temple of someone, and just... Was that funny, Woodruff? I'm sorry. You're just walking into a temple and then you're stealing things off the wall. That is a bit strange. But now we have these Butzuk formulas. And you can see some icons. A light bulb, a painter's tool, an eyeball, a flower, a sand glass, and other items. And apparently these are in bijection with the Butzuk sages. This is, of course, corresponds to the Sage of Strength, this to the Sage of Time. There are some weird symbols here. I do think that these symbols correspond to syllables, but we don't know yet to which ones, to which syllables. Okay, that's a puzzle, clearly. And there's the Seine Wohlbeleibtheit der Sultan. The Sultan of the Butzuk. Let's talk to him. Tag, Eure Majestät. Ich wollte Ihnen sagen, dass Ihr Volk Sie sehr liebt und dass es hofft, Sie bald wieder an der Macht zu sehen. Es ist nicht, dass ich keine Lust hätte, meinem Volk seine Würde wiederzugeben. Und ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, bin noch optimistisch. In der Zwischenzeit, junger Mann, schau, wozu ich verdonnert bin. Mit dem letzten Zahn, der mir bleibt, mein Bier aufzumachen. Was für ein Elend. Oh yeah. Apparently the Sultan spends his time watching TV and drinking, opening beer bottles with his singular remaining tooth. Doesn't seem to be of much use. Simut hat mich geschickt, um bei der Realisierung ihrer Wünsche zu helfen. Ah, du kommst im Auftrag Azimuts. Dann werde ich dir eine der wenigen Silben verraten, die der Welle des Vergessens entgangen sind, die die Weisen des Rats erfasst hat. Es ist die Führersilbe. Sie ist Bestandteil bestimmter Butzuk-Mächte. Möge sie dir großen Nutzen bringen. Okay, we've just learned something. And that something is the leader syllable, or in German Führersilbe. If you're thinking about someone else except this leader, then you're totally mistaken. So the leader syllable is Schuiz. And we've now learned so we've learned the leader syllable, and this icon associated to it. So we know that in order to reconstruct all the syllables of the Butzuk sages, we have to find the remaining syllables we have now learned one syllable,
Okay, that's not much, but it's a start. Erlauben Sie mir, Majestät, Sie darum zu bitten, vom Schnibbel zu erzählen. Alles fing mit einem feierlichen Vortrag von Professor Azimut an, der das Herannahen eines glücklichen Zeitalters voller Wohlstand für unsere Stadt ankündigte. Das Zeitalter des Schnibbel. Es sei unausbleiblich, wie er im Laufe seiner Arbeiten über die Zeit festgestellt habe. And he just said that everything started with a talk by Professor Azimut, in which he predicted the coming of the age of the Schnibbel. Now don't run away, Woodruff. Wie haben die Bürger darauf reagiert? Die Reaktionen waren heftig und voller Begeisterung. An allen Ecken der Stadt beteuerten Zeugen, sie alle hätten tatsächlich Werke des Schnibbel gesehen. Ich dachte sofort, dies sei gut für mein Volk. Doch dann begann sich die Situation zu verschlechtern. Jeder weiß doch, dass eine Säuberung zunächst schwer zu ertragen ist, bevor man die wohltuenden Wirkungen spürt. And this, he said that the people of this city reacted enthusiastically at first, but the the situation changed quickly because I totally forgot why. I just hope that you understood what he just said. Okay, let's talk to him again. Das sind sehr weise Worte. Und wie haben die Machthaber auf solche revolutionären Worte reagiert? Ein Sprecher der Regierung gab eine Erklärung ab, laut derer der Schnibbel ein Anschlag der Opposition, etwa der Butzuk-Befreiungsfront sei und dass die Regierung nicht tatenlos solchen Manipulationen zusehen würde, seitens einer Handvoll Extremisten. Während der Rede wurde eine Person gesehen, die schwebte, was die Glaubwürdigkeit der Regierungserklärung stark beeinträchtigt hat. Das kannst du mir glauben. And apparently the government of the city tried to portray the Schnibbel as an act of terrorism of the Butzuk Liberation Front, but apparently was not very successful in doing so. Erlauben Sie mir, Majestät, Sie darum zu bitten, vom Schnibbel zu erzählen. Alles fing mit einem feierlichen Vortrag von Professor Azi. We already heard that. Haben die Bürger darauf reagiert? Die Reaktionen waren heftig und voller Begeisterung. An allen Ecken der Stadt beteuerten Zeugen, sie alle hätten tatsächlich Werke des Schnibbel gesehen. Ich dachte sofort, dies sei gut für mein Volk. Doch dann begann sich die Situation zu verschlechtern. Jeder weiß doch, dass eine okay. We have learned a new syllable. We have talked to about everything, but we've talked about everything with the both the Butzuk Sultan and the Sage of the Strength. There's some books here, and there's a menu card. Es ist ein altes Rezept, das vom Geschmacksweisen stammt. Da heißt es: Für alle Butsuyoli-Bestellungen ist der Kund seines Zimmers K. Platz. Zig. Sto. Yeah. And he, so we've learned a new code. That menu card contains, amongst other things, the code to the door of the Sage of Taste. And that's the next person we're going to visit. And there's something on the floor. A chewing gum. There's nothing else for us to look at here.
Don't despair, Woodruff. Der Butzuk-Künstler hat sich Freiheiten mit der historischen Wahrheit erlaubt. Yeah. And Woodruff commented on the degree of realism of this statue, which apparently is not very great. Okay, that's the door to the Sage of the Worms. We haven't been on the second floor, I think. Or maybe we have. Let's find out. Okay, that's the Sage of Fertility Talents. So let's go to the first floor. I suppose his door is then on the first floor. Okay. Take a guess which of these doors is the door to the Sage of Taste. Yep. That's the one. Okay. And of course I forgot the code. And there's still demonic laughter in the background. Karblatz Zick Sto. Okay. Say hello to the Sage of Taste. Sag, Meister, ist das vorzügliche beim König gefundene Rezept von Ihnen? Nein, noch immer keine Schnapplure und deshalb noch immer keine Buzuyoli. And he said he's missing a Schnapplure, which he needs to make a Buzuli. And every time we want to talk to him, we have to enter this code again. Which is kind of annoying. Sixto, I think it was. Ehrenwerter Weiser, was macht Sie so wütend? Seitdem der Obersack angeordnet hat, alle Pflanzen der Stadt zu vernichten, habe ich kein Schnapplure-Gewürz mehr zum Abschmecken unseres Nationalgerichts. Buzuyoli. Wir sind gezwungen, uns von Furzern zu ernähren wie die Menschen. Oh, okay, He said that the Obersack ordered the destruction of all plants in the city. That's why he is out of Schnapslure. Some spice which he needs to make the Buzuli soup. And I guess we have to find said Schnapslure spice. I wonder if he knows. No, that's not a good idea. So we'll find out whether Sabine has anything to do with it. When we come back, folks. So until next time, folks, until then.